Und die hat auch die Fronten gewechselt. Also eigentlich die Anna, also im Stück heißt sie Lisa und die hat die Fronten gewechselt. Eben war sie noch ein böser Betrüger und jetzt ist sie als Lisa diejenige, die den ganzen Betrug auflöst. So, jetzt fangen wir unser Spiel an. Jetzt rückt ihr mal ein bisschen zusammen. Jetzt haben wir nämlich noch... Oh, habe ich noch jemanden vergessen? Ach, stimmt ja. Mensch, die beiden Minister. Also da haben wir erstmal den Minister zu Fürstenberg. Entschuldigen Sie, Herr Minister, das soll nie wieder vorkommen. Der Minister, der hat nachher ein ganz tolles Lied. Und wenn Sie Lust haben, können Sie da mitsingen. Das kann man sich sofort merken. Der Text ist im Refrain ganz einfach. Und entspricht also oft so der, sagen wir mal, der Situation, in der man sich befindet, wenn sowas richtig daneben gegangen ist. Oje, 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 mine. Dann haben wir den Minister Lilienhausen, Minister von Lilienhausen. Und da müssen wir auch dazu sagen, also der Minister Lilienhausen, der spricht nicht so ganz geschickt. Der, wenn er so ein bisschen aufgeregt ist, vertut er sich immer, dann verwechselt er die Silben und sowas. Und die... Lara, genau, ich muss immer ein bisschen nachdenken, die Lara, die hat das so gut gelernt, dass man glauben könnte, sie kann die Rolle überhaupt nicht und müsste sich dauernd versprechen, aber das steht so im Textbuch. Also die Lara als Minister von Lilienhausen. Und ganz wichtig, als sozusagen roter Faden durch das Stück, die Einzige, die während des ganzen Stücks sitzen darf und keinen Text auswendig lernen musste, das ist die Julia, das ist unser Erzähler, der uns durch die Geschichte führt. Jetzt habe ich sie alle genannt, unser Chor. Da haben wir die Anna, die Desiree, die Mona, die Alexandra und die Jan. Die kommen jetzt mal mit auf die Bühne, genau. Und wir rücken ein bisschen zusammen und unser Spiel fängt an. Kaiser Emilius und Silius Karl.
Erscheinung. Er war, nein, ich will es nicht sagen. Er war dick, er war rund, rund und klein. Wenn er sich bei Paraden und Aufmärschen in die Öffentlichkeit zeigte, hatte er immer einen roten Kopf. Ja, ja, ihr müsst euch vorstellen. Mit seinen kleinen Beinen musste er nur zwei Schritte machen, wenn die anderen einen machten. Und das strengte ganz schön an. Aber der eigentliche Grund, warum ihn alle Knöpfchen nannten, war seine große Leidenschaft für Kleidung. Er liebte Kleider über alles. Mäntel, Hosen, Jacken, Hemden, Westen, Mützen, alles, was ihr euch vorstellen könnt. In allen erdenklichen Formen und Farben stapelten sich die Sachen in Dutzenden seiner Kleiderkammern. Ihr seid die Kaiser vom blauen Blut. Blau.